Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal wieder mit einem Review-Video. Heute zu der Karte Trial and Tribulation. Auf Deutsch mit Tricks zum Triumph. Ich habe halt von mehreren Leuten gehört, dass die am Steigen ist. Und es waren sich halt nicht alle so sicher, weswegen. Ich bin mir selbst auch noch nicht sicher. Es ist wahrscheinlich wegen Heretic und Dark Matter Dragon und so und dem Deck. Und vielleicht auch ein bisschen wegen den Monarchen und den Mini-Monarchen. Aber wir werden es sehen. Also ich weiß jetzt nicht genau, bei wie viel Euro die Karte war, bevor der Hype angefangen hat. Ich habe gehört, die war jetzt kurze Zeit sogar auf 16, 17 Euro sowas. Also 15 herum. Also jetzt ist sie wieder auf 6, 7 Euro gesunken. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur Hype war oder ein Fehlalarm oder so. Auf jeden Fall ist sie jetzt eigentlich nicht so viel wert. Und für Dark Matter Dragon und das Deck ist halt zum Beispiel diese eine Photonendrache. Galaxy Eyes, Photon Dragon, glaube ich. Also der blaue halt von den zwei. Ist halt auf 20 gestiegen, das weiß ich. Aber naja, schauen wir uns mal den Effekt an. Und dann können wir ja beurteilen, ob die Karte einen gerechtfertigten Preisanstieg hatte. Also es ist eine normale Spellcard und ihr Effekt besagt, dass du nur eine von ihr pro Runde aktivieren kannst. In der Endphase kannst du diesen Effekt benutzen, abhängig von der Anzahl der Monster, die du diese Runde geopfert hast, vom Feld und von deiner Hand, abgesehen von Tokens. Also bei 1 kannst du eine Karte ziehen, bei 2 kannst du zwei Monster von deinem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Und drei oder mehr kannst du bis zu drei Karten auf dem Feld, offene Karten auf dem Feld zerstören. Also so ähnlich wie Fire Lake. Was mir als halt erstes auffällt, ist halt, dass da steht Apply This Effect. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das funktioniert. Also wenn man zum Beispiel drei geopfert hat, ob man dann 1, 2 und 3 einsetzen kann, den Effekt. Also das muss ich jetzt kurz nachschauen. Okay, also ich habe gerade nachgeschaut und also die Effekte stapeln sich nicht, also es geht echt nur einer von den drei. Was die Karte halt wesentlich schwächer macht. Also für Monarchen ist die Karte jetzt wahrscheinlich nicht so interessant, denke ich mal. Weil meistens tributet man eh nur ein. Und für Heretics ist es halt ein bisschen langsam, weil das geht nur Endphase. Und Heretics sind eigentlich OTK-haftig, lastig. Und von den ganzen Decklisten und Builds, die ich jetzt gesehen habe von diesem neuen Heretic-Deck, habe ich auch keinen einzigen gesehen, der diese Trial and Tribulation gespielt hat. Also, ich glaube, ich nehme mal an, das war jetzt echt falscher Hype oder so. Keine Ahnung. Also, vielleicht, wenn ihr was wisst, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Damit wir dem Rätsel auf die Spur kommen. So, ich habe gerade gehört, dass die Karte auch im Necros spielbar war oder spielbar ist. Hat mir Moksha One jetzt erzählt, dass er das gesehen hat. Das habe ich jetzt leider ganz kurz nachdem ich das Video fertig gemacht habe erst gehört, deswegen füge ich das jetzt mal hier ein. Und zwar kann man jetzt das halt im Necros spielen, und zwar mit Valkyros. Der kann ja, ist ja sein Effekt, dass man bis zu zwei Monster opfern kann. Und dann mit einer Ritualzauberkarte kann man ja noch das dritte Tribut machen, also falls man den dritten Effekt machen will. Also theoretisch alle drei Effekte einsetzbar mit Valkyros im Necros Deck. Also ich muss sagen, davon habe ich noch nie gehört. Also Moksha hat mir danach einen Link geschickt von dem Gameplay, wo der Kerl das eingesetzt hat im Necros Deck. Aber ansonsten habe ich davon echt noch nie was gehört. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob das jetzt so gut laufen würde in dem Deck. Wenn ihr Näheres dazu wisst, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das, Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, liken, subscriben, kommentieren. Und wie immer, checkt uns andere Videos ab. Ansonsten war es das, Leute. Und ciao.